So, heute zum ersten Mal live hier in YouTube, in Facebook, überall, wo man uns sehen will. Es geht darum, die SAS Foundation wird jetzt komplett virtuell mit einem ausgesprochen spannenden Thema, das ich jetzt hier heute Ihnen allen vorstellen darf, habe auch zwei ganz fantastische, tolle Gäste für das erste Mal SAS Foundation live hier im Internet. Und zwar begrüßen wir denn halt mal heute Frau Angelique Steffek. Kommen wir gleich dazu, hallo, wo sie sitzt. Hallo. Und natürlich begrüßen wir auch Michael Harz, Vorstandsvorsitzender der SAS Foundation, der uns in die tiefen Geheimnisse dieses neuen Projektes denn auch einweihen darf. Und wir haben es eigentlich zwar auch Sommer, aber nicht so schön. Wir beide sitzen eigentlich in Saarbrücken, nur Frau Steffek, die hat es toll. Die sitzt dort, wo andere Menschen gerne Urlaub machen, in Madagaskar. Und warum das so ist, welche Bedeutung das hat, das hören wir denn gleich. Aber ganz spannend ist, weil sich viele jetzt fragen, wie sie es auch im Jingle gesehen haben, Herr Harz, was ist denn das, das virtuelle Saarländerbüro? Was kommt denn da auf uns zu? Ja, vielen Dank, Herr Buckler. Die virtuellen Saarlandbüros sind eine Einrichtung unserer Stiftung SAS Foundation. SAS Foundation oder SAS steht für Saarländer helfen Saarländern weltweit. Wir haben zahlreiche virtuelle Gemeinschaften gegründet, zum Beispiel in Facebook, aber auch auf anderen Plattformen, die dazu dienen, dass wir quasi die Saarlandfreunde weltweit verbinden und vernetzen. Und aus diesen virtuellen Gemeinschaften können dann Ideen und Projekte entstehen. Gut, das ist das, was wir jetzt alles im Internet lesen, auch ein Thema zur emotionalen Globalisierung Saarländer weltweit. Ja, diese emotionale Globalisierung ist erstmal ein sehr abstrakter Begriff. Also wir suchen eigentlich jeden, der das Saarland mag, und wir sind auch froh für die Saarländer hier im Saarland, die uns einen persönlichen Kontakt geben, einen persönlichen Kontakt in einem ihrer Lieblingsländer. Und mit diesem persönlichen Kontakt bauen wir dann entsprechend ein, ja, wie wir es nennen, Saarlandbüro auf. Zunächst aber, bevor wir das Saarlandbüro aufbauen, treten wir natürlich in Kontakt mit demjenigen, der sagt, ich habe hier eine ganz tolle Erst-Connection und sprechen Sie doch mal mit dem. Das machen wir entweder gemeinsam mit dem Vorschlagenden oder auch, wenn der sagt, machen Sie das, machen wir das auch gerne als Stiftung. Das ist schön. Also wenn ich jetzt Saarländisch kenne, würde ich sagen, ich kenne der Inner, der kennt Inner. Das ist das System. Genau, das System, das eigentlich jeder Saarländer kennt, das jeder Saarländer verinnerlicht hat. Ich kenne einen, der einem hilft. Das haben wir auf internationale Füße gestellt. Und da gibt es eben, ich sag mal, die einzelnen Saarland-Fans in der Welt, die dann für das Saarland sich ehrenamtlich engagieren. Und ja, ein leuchtendes Beispiel haben wir heute bei uns. Das ist das SAS Saarlandbüro in Madagaskar in Antananarivo mit Frau Angelique Steffek. Das haben Sie jetzt schön gesagt, weil diesen Städtenamen hätte ich so flüssig gar nicht sprechen können. Ne? Danke, Herr Harz. Dann schauen wir doch mal. Und vor allen Dingen, es ist ja spannend, Internet gibt es auf der ganzen Welt und es gibt es auch in Madagaskar. Es scheint sogar zu funktionieren. Das ist das Schöne an live. Und ich sage herzlich willkommen, Frau Steffek. Sie sind jetzt hier WLAN-mäßig unterwegs mit Ihrem Notebook. Ja. Ja. Und dieses charmante Lächeln hilft über jede Brücke, die das Internet uns bereitet, hinweg. Aber das ist halt das Schöne an diesem Live-Effekt. Frau Steffek, Madagaskar, da stellen sich ja viele wunderbare Dinge vor. Traumhaft, schöner Urlaub, schöner Strand und weiß der Deibel. Ist das, wenn man dort lebt und arbeitet, eigentlich genauso?
Also es kommt natürlich darauf an, wie der schon sagt, ich bin nicht genau im Zentrum, in der Hauptstadt von Madagaskar in Antananarivo. Ich habe auch ein bisschen Angst, bis ich den Namen aussprechen konnte, aber mittlerweile funktioniert das ganz gut, obwohl hier alle Leute kurz und bündig sind. Viele aus Deutschland kennen Madagaskar nur durch diesen Film, durch diesen Comicfilm, in dem dann irgendwelche Elefanten und Giraffen gegenziehen. Das gibt es leider hier nicht, hier gibt es nur ganz kleine Tiere. Also das bekannteste von hier ist wirklich der Lemur, den gibt es auch wirklich nur auf Madagaskar. Ansonsten ist es hier sehr, sehr schön, wenn man aus der Stadt rauskommt. Aus Antananarivo ist auf gar keinen Fall Madagaskar. Wenn man Antananarivo, das ist leider eine der schmutzigsten Städte der Welt, das ist sehr dicht besiedelt, es ist sehr laut, es sind nicht viele Autos. Und trotzdem ist es sehr schön hier. Also es hat trotzdem auch seinen Charme, das auch gegeben. Und sobald man dann aber rausfährt, hat man wahnsinnig viel Grün, man hat die ganzen Reisfelder, was hier sehr typisch ist. Und ansonsten fährt, also so die richtigen Touristenorte, dann hat man wirklich das gleiche Ambiente und das gleiche Wasser, das gleiche kristallklare Wasser und ganz gleiche, genauso wie man sich das mit Mauritius vorstellt oder La Réunion. Und das sind ja auch von hier auch gleich die Inseln, die direkt eine Stunde Flugstunde oder 3 Stunden dann, je nachdem, zu welcher Insel man möchte, ist das alles nicht weit entfernt. Okay. Vielleicht aber nach dem Aufruf schenkt Ihnen der New Yorker Zoo dann doch seine Elefanten und Giraffen, die dann für Sie. Ja, und was ist denn so das Betätigungsfeld, wo Sie jetzt sagen, da ist man als Deutscher, ich sage es jetzt nicht unbedingt nur als Saarländer, ist der Reiz vom Madagaskar, Projekte und Dinge zu tun? Also es ist hier wirklich so eine Goldgräber-Sache. Das jetzt einfach mal. Hier gibt es ganz viele Menschen, also die 70% aller Menschen, die hier leben, sind unter 20. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Kinder, es gibt wahnsinnig viele Babys, es gibt wahnsinnig viele, viele junge Menschen. Und woran es hier fehlt, ist wirklich Ausbildung. Hier gibt es ganz, ganz wenig Sachen, wie soll ich sagen, also es gibt Internet, das ist wirklich sehr, sehr winterlich. Und was ich auch immer total irre finde, ist dieser krasse Gegensatz. Also hier hat man das Gefühl, dass man 100 Jahre zurück ist bei manchen Dingen. Also sie haben wirklich, wie man sich das in Afrika vorstellt, das gehört jetzt zu Afrika, haben sie diese Frauen irgendwelche Schürzen anhaben und irgendwelche, und dann ist halt eben auf dem Rücken das Baby. Dann haben die auf den Köpfen Riesenvögel mit irgendwelchen Dingen drin, irgendwelche Stoffsachen in. Und dann gehen sie barfuß in die Felder und haben dann in der Hand ein Smartphone. Und das ist, ich muss das wirklich mal fotografieren, das ist so ein krasser Gegensatz, wenn man wirklich das Gefühl hat, man ist hier 100 Jahre zurückversetzt. Jemand dreht gerade einen Film von vor 100 Jahren und irgendwas hat der nicht beachtet, weil, nein, die gab es damals noch nicht. Und es ist wirklich toll, egal was man anfasst, die saugen das auf wie ein nasser Schwamm. Wie gesagt, nachher kommen wir vielleicht noch zu den Sachen, die ich hier anbiete, zum Beispiel Deutschunterricht, was Banales wie Deutschunterricht. Man muss überhaupt gar keine Werbung, wirklich mit einem an. Und das geht rasend schnell. Die saugen hier das auch wie ein Schwamm. Weil es ganz, ganz wenig Ausbildung, ganz, ganz wenig richtige Ausbildung. Das klingt sehr spannend. Herr Hartz, jetzt sitzen Sie in Saarbrücken, wollen für die Saarländer die Welt erobern, dass sich die Saarländer untereinander vernetzen, miteinander agieren. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und das passt zum Klischee des Saarländers, dass sobald er irgendwo ist, auf 2 Kilometer Entfernung hört, wenn einer Saarländisch redet und dann sofort sich austauscht, wem seine Cousine, Tante, Onkel er denn aus der und der Ecke kennt und tut. Was ist jetzt so diese Geschichte, wo Sie sagen, toll, jetzt haben wir jemand in Madagaskar. Was wäre denn jetzt so, wo Sie jetzt sagen, jawohl, Frau Steffig, das würden wir jetzt gerne mit Ihnen zusammentun?
Ja, also ich weiß ja aus den Berichten von der Frau Steffek, dass sie auch einige wirtschaftliche Projekte jetzt mal angestoßen hat, was mir natürlich auch imponiert. Beispielsweise auch Ausbildungsplätze, die jetzt hier im Saarland belegt werden von Leuten aus Madagaskar. Kann sie vielleicht nachher auch nochmal sagen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, war das sowohl im Restaurantbereich wie auch im Klinikbereich. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überlegen. Der erste Schritt ist ja für uns immer, wer mag das Saarland, wer hat Sympathie. Frau Steffek ist Saarländerin und bekennende Saarländerin und versucht natürlich die Brücke zu schlagen von Madagaskar hier ins Saarland. Und sie, so habe ich sie verstanden, ist ja auch selbstständig wirtschaftlich aktiv und sie überlegt sich natürlich ganz genau, wie kann ich jetzt mit meinem eigenen etwas, mit meinem wirtschaftlichen Blick was auf die Beine stellen, was sowohl für Madagaskar gut ist, aber auch für das Saarland, weil wir leben ja in einer globalisierten Welt. Und am besten sagt sie vielleicht auch da noch mal was dazu, was da jetzt ihre konkrete Sicht ist, was sie persönlich auch erreichen will. Also wie gesagt, ich fange vielleicht mal wirklich bei der Wurzel an, weshalb ich das Ganze gestartet habe. Madagaskar ist eines der fünf ärmsten Länder der Erde. Durchschnittsgehalt hier ist 200.000. Das hört sich erstmal viel an, aber wenn man das in Euro umrechnet, sind das gerade mal 50 Euro. Also damit kann man keine großen Sprünge machen. Und wie Sie schon richtig sagten, wenn ich kann und dann irgendwo so ein Stallgeruch vom Saarland an sich hat, dann riechen wir Saarländer das. Und es kam, wie es kommen musste. Ich habe irgendeinen Auftrag gehabt bei der deutschen Botschaft. Und neben mir saß eine Madagassin. Und die sprach sehr gut Deutsch. Und wo hat sie studiert? In Saarbrücken. Da sprichst du super Deutsch. Warst du denn, wo warst du denn? Das kennst du bestimmt nicht. Das ist ein ganz kleines Land. Erzähl doch mal. In Saarbrücken. Und da dachten wir, es wäre doch eine ganz tolle Sache, eine Sprachschule aufzubauen. Und den Madagassen, also einfach mit dem Hintergrund auch zu helfen. Hier sind ganz viele Kinder, die betteln, die möchten Geld und die Not wirklich sehr, sehr groß. Und dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt hier irgendwas mit Charity, wir sammeln Geld, reden vor Lions Club oder sonst irgendwas und spenden das dann, nur wenn das ausgegeben, wenn Reis gekauft wurde davon, dann ist es weg. So, also das ist immer irgendwie ein Loch im Boden ist. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne irgendwas Nachhaltiges schaffen. Also heißt es immer, Madagassi hat gesagt, und hat gesagt, du, lass uns doch einfach zusammen eine Firma gründen oder lass uns doch einfach Sprachunterricht machen. Die Idee war zuerst, den Madagassen die Möglichkeit zu geben, als Au-pair nach Deutschland zu reisen. Nur jetzt ist es auch schön, das zu machen, jetzt wegen auf dem Saal oder sonst wo, dann habe ich ein Jahr, in dem ich Deutsch bin. Nur was mache ich mit diesen Deutschkenntnissen, wenn ich zurück bin? Es kann sein, dass ich das dann nie wieder praktiziere, vielleicht irgendwo in einem Hotel arbeite, aber das verpufft. Und dann habe ich gesagt, lass uns das so richtig nachhaltig machen und lass uns ein richtig komplettes Gebinde daraus tun. Also erstmal, dass die Leute Deutsch lernen, und dann, dass die die Möglichkeit haben, eine Ausbildung in Deutschland zu machen. Nicht also fair dahin zu gehen, sondern wirklich, um eine richtige Ausbildung zu starten. Weil hier fehlt Ausbildung. Wenn Sie hier in ein Hotel gehen, das ist Hanebüchen. Sie sitzen mit drei Tischen am Frühstückstisch und ein Stück organisieren. Die schafft das in einer Stunde nicht, in den Kaffee zu bringen. Einfach weil sie völlig überfordert ist und es nicht. So, das heißt, diese zwei Sachen kombinieren, dass die Leute ausbilden in Deutsch, dann ihnen die Möglichkeit geben, eine richtige Ausbildung, ein richtiges, einen richtigen Beruf in Deutschland zu lernen. Und wenn dann wirklich der eine oder andere dabei ist, der das Heimweh bekommt und unbedingt wieder hierher möchte, dann möchte ich hier gerne irgendwas installieren, dass die Madagassen auch hier eine Arbeit finden und einfach auch mehr verdienen dadurch, dass sie Deutsch können. Weil Deutsch, es gibt hier wenig Leute, es gibt dann so eine ganz, ganz große Community von Frankreich, klar, das ist mal, aber ansonsten Deutsche gibt es hier ganz, ganz wenig. Auch die Botschaft, die ist relativ klein. Und Okay. das war unsere Idee und das finde ich ganz toll, ja. Das klingt auch toll. Das klingt auch nach einer wirklich sehr spannenden Idee. Wir hatten zwar jetzt so den ein oder anderen kleinen Wackler im Ton drin,
Da ist halt noch ein bisschen Wasser zwischen Madagaskar und dem Saarland, da kann es schon mal blubbern. Ja. Aber ich glaube, wir haben soweit alles gut verstanden. Das ist ja eine tolle Geschichte, aber auf der anderen Seite, ich hake mal jetzt kurz beim Herrn Harz nach, was jetzt eigentlich ein sehr tolles Projekt ist, ist ja auf der anderen Seite vielleicht auch eine schöne Antwort drauf, dass wir sagen, wir haben eigentlich immer mehr so ein Fachkräftemangel im Saarland in vielen Bereichen. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade jetzt sagen Hotels oder Gastronomie, ist es ja nicht so, dass man sich hier danach schlägt, in der Gastronomie zu arbeiten. Oder es sind auch ganz viele Ausbildungsplätze, glaube ich, auch im Saarland frei und so weiter. Ist das so eine Geschichte, wo Sie jetzt sagen, die SAS und die individuelle tolle Engagement der Saarländer in der Welt ist auch ein toller Faktor, der jetzt hier wirtschaftlich beiden Seiten hilft? Ja, absolut, weil, also ich sage mal, diese Idee, dass man, was die Frau Steffek gerade gesagt hat, dass man sagt, die Ausbildung der Madagassen findet jetzt hier im Saarland statt oder in Deutschland und dann arbeiten sie vielleicht noch ein, zwei Jahre hier, gehen aber irgendwann wieder zurück in ihre Heimat und stärken dort eben auch die Heimat. Das ist so ein Austausch, den wir auch mit der Stiftung konzeptionell beschrieben haben innerhalb Europas. Erstmal mit dem Fachbegriff Europatriates, das heißt, man geht in ein Land und lässt sich dort ausbilden und geht dann zurück in sein Heimatland. Und so wie wir das innerhalb Europas konzipiert haben als Stiftung, so kann man das natürlich auch für Afrika andenken. Und wir haben ein weiteres Saarlandbüro in Algier mit dem Herrn Achtebas. Der hat auch genau diese Idee, diese Ausbildung, was auch gerade Frau Steffek beschreibt, hat er auch aufgegriffen und ist auch davon fasziniert, dass man, so wie jetzt hier in Madagaskar beschrieben, Ähnliches auch in Algerien probieren kann und dann vor dem Hintergrund einer anderen Branche vielleicht im Bereich Automotive. Das heißt, auch hier könnte man mal überlegen, wenn Herr Artebals und die Frau Steffek sich kurz schließen, ob es da, ich sage mal, über die Saarland-Connection dann auch weitere Synergien gibt. Also ich denke, das hat durchaus auch Potenzial und ja, für die in Afrika hat man auch dieses Thema erkannt, was eben, denke ich, ein sehr wichtiges Thema ist, nämlich die Ausbildung. Okay, also würde mich jetzt mal interessieren, Frau Steffek, Sie haben das schon sehr schön beschrieben, aber ist eigentlich nicht so der französische Touch in Madagaskar mehr da als so dieser deutsche Touch? Hat man es als Deutscher etwas schwerer, als es jetzt, wenn man an Europa denkt, als Franzose denkt, wenn man was tun will in Madagaskar oder umgekehrt? Also die Leute, die Großteil spricht perfekt Französisch. Und die haben auch jetzt keinen starken Akzent, wissen wir aus Ghana oder sonst woher, sondern die sprechen wirklich ganz, ganz tolles Französisch. Auch von dem, wenn die Deutsch lernen, die haben keinen Akzent. Die sind auch sehr, 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 erstens mal sehr motiviert. Klar, die möchten was Besseres, also was anderes aus ihrem Leben machen, eine andere Perspektive haben. Und die lernen sehr, sehr einfach und wirklich ohne Akzent. Ich denke, die Gewinnersituation für das Saarland wird sein, ich habe das nicht nur mit der Hotelbranche, ich werde dazu noch gleich ein bisschen, sondern es geht ja auch um solche Kräfte, Mangel, wie zum Beispiel Krankenschwestern. Also in ganz Deutschland fehlen 20.000 Krankenschwestern. Und hier die Leute, die sind wahnsinnig höflich. Das sind alles Großfamilien und ich habe noch nie so eine Höflichkeit erlebt. Also das wird ganz, ganz groß beschrieben. Hier sind die Leute, wird auch nicht gestritten, ist natürlich auch nicht immer so gut. Danach noch erstmal verschwiegen werden oder man versucht, einen ganz soften Weg zu gehen, wenn man niemanden verletzen möchte. Und die Leute, da sehe ich auch einen ganz großen Vorteil, sind Christen. Die haben keine Probleme, auch von ihrer Art her, sich bei uns in Deutschland zu integrieren. Ganz im Gegenteil. Also jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, der mit Madagassen zusammenarbeitet, ist total erstaunt über die Höflichkeit und über die Hilfsbereitschaft, was diese Menschen haben. Wir haben zwei Betriebe im Saal. Alle die jetzt bei mir, Deutschunterricht nehmen, die gehen alle in Saal. Alle. Das ist natürlich süß, weil wir manchmal dann auch dann so gefragt wird, was ist mein Lieblingsland? Und dann kommt immer mein Lieblingsland zu sagen. Natürlich auch mal ganz süß. Und wir
wir hatten die Direktorin vom Hotel, vom Wixers Hotel aus Louis, die hatten wir hier. Und die hat sich die Leute angeguckt, der habe ich erzählt, wie toll die sind, wie engagiert die lernen, dass die sich selber alle privat sonntags da nochmal treffen, nur um das wieder zu vertiefen und noch ein bisschen besser zu werden in der Sprache. Und die hat gleich gesagt, also auf Schlick nehmen acht Leute. Die sind so toll, wird jetzt jedes Jahr, wird die auf jeden Fall Leute von hier nehmen. Der andere Kunde, der Kunde in Anführungszeichen, ist die SHG-Klinik. Der Dr. Helmut Isringhaus, der war natürlich auch ganz angetan, mit dem habe ich gesprochen und er hat gesagt, Mensch, ruf doch da mal an, ich bin. Und jetzt habe ich ganz viele Leute hier, die auch unbedingt, die unbedingt Krankenschwester werden wollen. Witzigerweise, wenn ich frage, möchtet ihr gerne werden, habt ihr so vor in eurem Leben, kommen immer zwei Berufe. Das ist der Koch und Krankenschwester. Kein Mensch kocht mehr. Die Köche sind, die gehen weg, weil die immer dann arbeiten, wenn andere frei haben. Krankenschwester, kein Mensch möchte bei uns der Krankenschwester sein. Das ist so schwierig. Und hier sind die Leute, die möchten das wirklich. Und das ist jetzt nicht, dass wenn ich Krankenschwester sage, dann bekomme ich einfacher das Visum. Das ist wirklich so. Weil ich dann immer sage, so andere Möglichkeiten, erzähl, was möchtest du tun? Und das ist, und die SHG-Klinik, die möchte auch Leute von uns sehen. Das heißt, das gehen wirklich alle in. Okay, jetzt haben wir gleich noch mal etwas Schwankungen drin. Deshalb würde ich sagen, Frau Steffek, wir versuchen noch mal den Trick 17. Sie steigen noch mal neu ein. Vielleicht stabilisiert sich dann die Internetverbindung besser. Und in der Zeit unterhalte ich mich noch mal ein bisschen mit dem Herrn Arzt und wir sehen Sie dann gleich stabilisiert wieder bei uns. Okay. Aber das, ich finde das toll. Saarbrücken, Madagaskar, eine herrliche Verbindung. So, Herr Harz, und da ist er schon wieder, sehen Sie mal, so einfach ist das bei uns. Herr Harz, jetzt haben Sie das neu gestartet. Man, die SAS Foundation gibt es ja schon mit einigen Projekten, mit denen Sie auch schon überall sehr bekannt sind. Zum Beispiel die Saarlandbotschafter, die es ja jetzt schon seit Jahren gibt. Und jetzt dieser innovative Bereich, der Saarlandbüros. Haben Sie denn schon Länder, wo Sie sagen, da sind wir eigentlich mit dieser Idee, das jetzt auch so umzusetzen, schon relativ weit gekommen? Ja, wir haben, ich meine aktuell, wo Sie jetzt das Thema Saarlandbotschafter ansprechen, Saarlandbotschafter ist ja eine Auszeichnung, die der Ministerpräsident des Saarlandes verleiht, offiziell an einzelne, ich sag mal, Saarländer und Freunde des Saarlandes, die sich auch verpflichten, sich für die Zukunft des Saarlandes zu engagieren in vielerlei Bereichen, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Da haben wir jetzt einige Beispiele, wie zum Beispiel der Herr Peter Legner in Shanghai. Er hat auch einen Saarland-Stammtisch gegründet, er ist Saarland-Botschafter, er arbeitet regulär für Schenck Machinery, die zum Dürr-Konzern gehört, hier im Saarland. Und er hat dieses ehrenamtliche Engagement jetzt zusätzlich aufgenommen. Aber wir haben auch ein sehr schönes Beispiel, wie zum Beispiel, ich sag mal, Finnland. Das ist jetzt eine reine Geschichte von einem Saarländer, der gesagt hat, ich mag das Saarland, das ist der Hans-Joachim Schulze, und ich möchte hier in Helsinki einen eigenen Saarlandtag ins Leben rufen als kulturelle Veranstaltung. Man muss dazu wissen, der Herr Schulze ist eigentlich von Hause aus Dozent. Er unterrichtet Deutsch als Fremdsprache an der Wirtschaftsuniversität in Helsinki, an der Aalto-Universität, für die das schon mal sagt, dieser Begriff. Und er hat gesagt, Herr Hart, ich wollte eigentlich hier gemeinsam mit dem Goethe-Institut etwas auf die Beine stellen, einen Kulturtag, weil ich bin ja, vermittle ja die deutsche Sprache und natürlich auch die deutsche Kultur, und lassen Sie uns doch mal gemeinsam so einen Saarlandtag kreieren. Und dieser Saarlandtag ist auch wieder nur ein Rahmen, den man sich setzen kann. Bei dem Goethe-Institut bin ich mit unserem Saarlandbotschafter, dem Alfred Gulden, vor Ort gefahren und habe mit ihm gemeinsam dann diesen Saarlandtag ausgerichtet. Und das Goethe-Institut, wenn Sie so wollen, war Saarlandbüro und fungiert
in der Funktion wie so eine Art kleine saarländische Mini-Botschaft. Man erkennt dann das Saarland vor Ort. Ist auch Laufkundschaft gekommen aus Helsinki. Wir haben Filme abgespielt. Der Saarlandbotschafter Alfred Gulden hat sich selbst präsentiert. Seine Werke, Bücher, hat Klavier gespielt, dazu gesungen, hat eine Podiumsdiskussion. Also solche Saarlandtage, und deshalb sage ich es auch so ausführlich, kann man natürlich sich denken in allen möglichen anderen Ländern, nicht nur kulturell, auch vielleicht wissenschaftlich oder auch wirtschaftlich, wie hier in Madagaskar. Also auch das vielleicht mal ein Beispiel. Okay, jetzt haben wir die Frau Steffig ist auch wieder da. Jetzt schauen wir mal, wie der Ton, ob die Leitung, die Standleitung Madagaskars abrücken, wieder vollumfänglich. Ja, ja, Sie haben jetzt auch gerade vom Herrn Harz. Ja, Sie haben auch gerade vom Herrn Harz gehört, was man als Saarlandbotschafter können muss: Klavier spielen und Bücher vorlesen, tanzen und singen und alles. Die Ein-Mann-Saarland-Tag, das fand ich jetzt so ein schönes Beispiel. Erzählen Sie uns doch jetzt mal ein bisschen, was Sie so da alles treiben und bewegen in diesem herrlichen Land Madagaskar. Also ich bin wirklich total beschäftigt mit meinen Projekten hier und habe natürlich ganz, ganz viele Ideen. Am Anfang war wirklich die Idee zu gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Geschäft bauen. Das war schon ein ganz großes Thema, also alles, was Textilindustrie ist. Ich meine zum Beispiel solche Nobelfirmen wie Hermès, die ihre Sachen herstellen, Kenzo, Chanel, die sind alle hier und lassen irgendwelche Dinge nähen. Das ist natürlich sehr ein Frauenthema. Dann hat sich ganz klar auskristallisiert, einen anderen Weg geht. Und wie gesagt, ich bin immer dafür, ich habe es in Saarland und auch teilweise in der Pfalz so gemacht und hat dann auch die Ideen, um das irgendwie zusammenzubringen. Also wir haben jetzt nicht nur das machen, das mit der Ausbildung in Deutschland bzw. in Saarland, sondern wir haben noch ein anderes Thema, ein sportliches Thema. Ich war in Deutschland, weil ich neben meiner Arbeitsstelle noch in zwei Fitnessstudios noch Trainerin und da haben wir so eine Sache gemacht, die nennt sich Spinning. Fahrrad und Musik. Also wir sehen, ich kann auch, wir singen kann ich nicht, außer wenigstens was gut. Und dann hatte ich die Idee, Mensch, lass uns doch einfach Saarländer und Madagaskar zusammenfinden. Da war meine Idee, so einen Spinning-Marathon zu veranstalten. Das heißt, man sitzt wirklich auf dem Fahrrad, wie so ein Renntrainer, und Leute Musik und Leute, die motivieren. Es gibt es öfter in Deutschland gemacht, sondern 5 Stunden sitzt man da normalerweise auf dem Fahrrad. Und dann war meine Idee, das mit einem Fitnessstudio hier zu machen. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen. Und dann über ein ganz großes, das mit einem anderen Fitnessstudio in Deutschland, mit denen haben wir auch schon gesprochen, die wären auch dabei. Und dann wählt die gleiche Musik aus, ein Trainer, einmal auf der Seite, einmal wieder. Und weil Sie sehen, weil die Verbindung noch nicht immer die beste ist, immer so einen Plan B zu haben. Also, dass man ganz genau sich abspricht und sagt, okay, in der ersten Stunde das. Und die Teilnehmer, hier die Madagaskar auf der einen Seite und die Saarländer auf der anderen Seite, wählen die Musik. Und dann wird auch so jeder ein bisschen vorgestellt werden in dieser Aktion. Wirklich so, dass man ein bisschen mit dem Sport verbindet und dann zusammenbringt. Das war so ein Punkt. Leider warten mit diesem komischen Virus, bis das ein bisschen verklettet wird, ja, bis das ein bisschen besser ist. Und dann geht das auch schon los. Also das Projekt steht. Der ganze Plan steht, wir wissen auch schon, wo wir das gehen, wir das machen. Und hier die Infektionszahlen ein bisschen runtergehen und dann startet das Ganze auch schon. Wie gesagt, das andere war mit den Sprachen. Und dann gibt es hier ganz viele Projekte. Es gibt zum Beispiel ein saarländisches Unternehmen, die haben etwas entwickelt für Reinigung. Also das wird normalerweise stellen die das hier aus Elektrizität, Salz und Wasser, also ganz ohne Chemie. Und haben doch irgendwas entwickelt, womit man Wasser, das richtig schmutzig ist, wieder trinkbar machen kann, mit ganz einem Mittel. Und das war auch ein Projekt, was ich hier anleiern wollte, weil hier Trinkwasser ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Wasser generell. Also wir haben in Antananarivo sind 46% der Bevölkerung, die keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen hat. Das heißt, weder Toilette noch Dusche, die leben auf der Straße und haben keinen Zugang zu Wasser. Und wenn, dann ist es sehr, sehr schmutzig. Was noch? Also Projekte gibt es
Tausende. Ja, das klingt auch richtig so nach The Dark Side of the Moon. Ja. Ja. Irgendwie, was ist doch halt sehr reizvoll macht. Das heißt aber auf der anderen Seite, wollten Sie damit auch unterschwellig sagen, dass trotz oder noch unabhängig der Corona-Pandemie eigentlich so Klimawandel und Zugangssituationen das Leben nicht einfacher machen in Madagaskar? Also hier ist es wirklich sehr, sehr schmutzig. Die ganzen Flüsse, es gibt kein Recycling-System, wo wird genau schon es ist auch, man muss diese Stabilisatoren hier verwenden, weil sonst gehen alle Elektrogeräte kaputt. Ganz, ganz viele Schwankungen in der Stromleitung. Ja, das ist wirklich. Man kann wirklich Pionier arbeiten, aber das Schöne ist, wenn man irgendwas anfängt, es geht wirklich ganz steil nach oben. Es geht auch ganz, ganz schnell. Das, was gut funktioniert, sieht gleich die Früchte und das macht mich motiviert. Das klingt gut. Das sind wir ja nicht immer gewohnt, dass wenn man Projekte anfangen will, dass das ganz schnell funktioniert und ganz schnell nach oben geht. Ja. Aber ich finde, ich sag mal, das ist ja auch schon spannend, das zu hören, ohne dass ich es jetzt unserer Gesprächsrunde problematisieren will. Ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, von der Wasserqualität oder wie Wasser vorkommt, also heute war eine Schlagzeile im Saarland, dass man jetzt nur noch diese Woche mit großen Booten auf dem Stockweiher fahren kann, weil wegen der Wasserknappheit wird er ja jetzt früher das Wasser abgelassen, um dann die Saarkanäle da nochmal zu stabilisieren. Dann ist das ja richtig ein putzig kleines Problem, ob ich jetzt eine Woche länger mit meinem großen Boot da fahren kann oder nicht. Ja, ich glaube, das ist schon spannend, sich zu visualisieren, wie viele Gegenden es wirklich noch gibt, wo dieses Thema Wasserknappheit oder auch die Qualität des Wassers, ja, Ich kann mich mal sehen, genau. eine ganz andere Rolle spielt. Ja, Ja. das ist schon toll. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die gute harmonische Stimmung unter Saarländern hier so drüben, aber ich finde es halt schon beeindruckend und auch immer gut, wenn man sich's noch mal visualisiert, ja, oder Win-Win-Situationen aus den unterschiedlichen Betrachtungswinkeln halt hier aussieht. Dann, Herz, Frage an Sie: Was wünschen Sie sich denn, wie schnell die Rakete Projekt Saarlandbüros weltweit sich entwickeln? Ja, also wir wünschen uns eigentlich, dass das, ich sage mal, sukzessive passiert, dass wir noch genügend Zeit haben, auch jedes Saarlandbüro gemeinsam aufzubauen. Wäre natürlich toll, wenn in jeder Woche ein neues Land hinzukäme. Das wäre natürlich die Raketengeschwindigkeit. Wenn das halt nicht in einer Woche passiert, ein neues Land, sondern in einem Monat, wäre auch okay. Es hängt natürlich immer von dem Einzelnen ab, so wie es jetzt auch in Madagaskar von der Frau Steffek abhängt, was sie gemeinsam mit ihren Partnern aber auch auf die Reihe kriegt, wie das Anne das sagt. Das heißt, es gibt ja da auch, ein Goethe-Institut habe ich jetzt von ihr schon gehört, in Madagaskar, mit dem man zusammenarbeiten kann. Es gibt Stiftungen, mit denen man eventuell zusammenarbeiten kann. Und durch diese Kooperation, sowohl in Madagaskar selbst wie auch Kooperationspartner vielleicht hier im Saarland, denke ich, kann man dem Ganzen einen entsprechenden Drive geben. Und wir als Stiftung sind auch bemüht, diese Kontakte herzustellen. Natürlich in erster Linie hier im Saarland mit den Playern, die wir hier kennen. Und hoffen natürlich auch, dass die Frau Steffek in Madagaskar Ähnliches auch erreichen kann. Und da würde mich halt interessieren, Frau Steffek, gibt es da schon die ein oder andere Kooperation? Ich habe da immer mal gelesen, Ja. ja, aber vielleicht erzählen Sie da was. Ja, wir haben hier das Problem, dass es ganz viele Leute gibt, die Deutsch lernen möchten. Das Goethe-Institut ist hier wirklich voll, mittlerweile momentan auch geschlossen, schon seit Monaten wegen dem Coronavirus. Und Externe, also welche, die nicht im Goethe-Institut die Deutsch lernen, haben fast nicht die Möglichkeit zu machen. Das hat vorhin geregelt. In 9 Minuten um 3 Minuten nach 9 sind alle Menschen schon gelegt.
Also es ist total schwierig. Und ich habe mit der Rektorin, eine ganz nette, die Frau Schüler, Frau Dr. Hanna Schüler, habe ich hier gesprochen und gesagt, gibt es irgendwie Möglichkeiten für uns, weil die möchten eine Ausbildung machen, Projekt vorgestellt, habe ja auch von der SAS erzählt. Und dann habe ich gesagt, gibt es irgendwas, was wir das anders machen können. Und dann hat sie gesagt, es gibt die Möglichkeit, also sie hat mir die Möglichkeit eingeräumt, dass ich einen Kooperationsvertrag machen kann. Und dadurch, dass ich das Ganze langfristig möchte, wir sind hier 3 normalerweise, eventuell auch 4, es kommt immer darauf an, was die Regierung oder die entscheiden, ob wir hier noch bleiben möchten. Ich möchte, dass das Ganze nachhaltig ist, dass ich, wenn ich hier weg bin, dass es trotzdem Leute gibt, das können. Und wie gesagt, die Victors-Gruppe, die hat auch Bietigkeit zugesagt, dass sie jedes Jahr Leute von hier nehmen. Sie sagt, mach bitte nicht den Kooperationsvertrag, sondern schließ den bitte mit der Victors-Gruppe. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe ein bisschen Schreiben hin und her, das ist aber alles unterschrieben. Jedes Datum für die Leute, dass die die Prüfung machen. Die Prüfung brauche ich, um das zu machen. Und dann habe ich einen Termin mit der Friedrich Ebert. Die machen wieder total andere Dinge. Die träumen mit einer von hier von der Universität, auch eine Deutsche, die eigentlich aus Nordrhein-Westfalen kommt, träumen sie davon, eine Städtepartnerschaft mit Saarbrücken. Sie heißt eine ganz nette, die Frau war insgesamt 12 Jahre im Saarland und ist mit Leib und Seele Saarländerin, obwohl sie aus Nordrhein-Westfalen kommt. Und die hat gesagt, Mensch, es gibt keine deutsche Partnerschaft, ganz alles Französisch, wie wäre das? Und so ihr Wunsch und Ziel wäre das Saal. Und die hat im Internet geguckt und hat gesagt, ich glaube, es geht nicht richtig, SAS und Antalya und Saarland. Und dann hat die total geflasht, als sie das gesehen hat, das war eine Verbindung. Das ist hübsch, wenn wir Menschen aus Nordrhein-Westfalen flashen können. Ja, wenn es um das Saarland geht, das ist wirklich ganz toll. Und ich glaube, Herr Harzer, es gibt auch, glaube ich, in keinem anderen Bundesland irgendwie, wo Sie jetzt sagen würden, eine ähnliche Institution, wie es die SAS Foundation im Saarland ist, oder täusche ich mich da? Also wir wurden schon mal von Hamburg angesprochen, wobei wir waren die Ersten, das erste Bundesland, aber die Hamburger als Stadtstaat haben auch gesagt, also wir wollen eigentlich euer Konzept hier nach Hamburg auch bringen und die Hamburg Ambassadors gründen. Das haben die wohl auch gemeinsam mit dem Überseeclub mal arrangiert. Aber in der Tat, als Bundesland sind wir das Erste, das, ich sag mal, so arbeitet. Es ist natürlich jedem Bundesland unbenommen, ich sag mal, dem Beispiel zu folgen und Ähnliches auf die Beine zu stellen. Wir haben es eigentlich eher erlebt, dass ich sag mal, die Südtiroler zu uns gekommen sind, haben gesagt, wir verbinden die Südtiroler weltweit. Oder auch andere Gruppen, Danziger, es gibt Welttreffen aller Danziger oder Kärnten, ne? Also die Österreicher. Also es gibt überall auf der Welt eigentlich diese Idee. Aber mit dem Bundesland, denke ich, sind wir das Erste gewesen, das diese Idee aufgegriffen hat. Okay, mit Überseebüro haben wir jetzt ja die Frau Steffek. Das ist ja schon auch irgendwie Übersee, oder? Das ist auf jeden Fall. Ja, Frau Steffek, wir sind ja schon fast eine Stunde online und so. Das würde ich sagen, läuten wir mal so langsam, sukzessive, aber sicher so die Endrunde ein. Was würden Sie sich denn jetzt wünschen aus Ihrer Sicht, Madagaskar, Saarland? Was könnte da noch passieren? Wen würden Sie da noch gerne alles kontaktieren, um irgendwelche Dinge noch anzustoßen, Kooperationen und so weiter zu machen? Ich weiß nicht, ob Städtepartnerschaften immer noch so der Hype sind, wie es in den 70er, 80er oder 90er waren. Ich glaube, da war der Hype etwas größer, oder? Jetzt bin ich schon wieder irgendwie zu destruktiv eingestellt, aber ich sage es jetzt mal so, viele Städtepartnerschaftsvereine haben ja so ihre Probleme. Aber was würden Sie sich denn jetzt wünschen, wo Sie sagen, da gibt es doch im Saarland die tolle Organisation, die tolle Initiative oder die tollen Menschen, die würde ich gerne an mich binden? Also ich möchte genauso, ich habe jetzt ganz viele Ideen gehabt und wie gesagt, heute das, was ich jetzt gehört habe mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und hier mit dieser Universität,
die haben wieder Ideen und alle im Saarland zusammen. Und ich möchte alles ein bisschen fester schnüren. Also Partnerschaft wahnsinnig realisieren. Und dann ist klar, da muss natürlich ein bisschen Fleisch an den Knochen. Also du musst jetzt erst eine Delegation. Und was erlebt hat, ist, ich brauche jetzt einfach solche Verbindungsbrücken. Also A wird eine Verbindungsbrücke sein Sport. Das ist jetzt wirklich banales, aber es gibt so, wie gesagt, muss da Fleisch an den Knochen. Also muss jetzt erstmal über Sport. Dann die Leute, die kommen, Ausbildung machen. Denn wie gesagt, mit der SAP-Klinik ist das dann schon vielleicht, dass die Berufe, dass das berufsübergreifend ist. Das vielleicht eine Delegation, die Friedrich-Ebert-Stiftung, das fand ich auch ganz toll, das kann ich auch mal erzählen. Die haben heute angesprochen, die machen wahnsinnig viel Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auf der politischen Ebene. Und da gibt es hier mal Klassen, die den politischen Fragen haben, die oder sonst irgendwas werden möchten, und die werden dort ausgebildet. Und die Idee von dem Chef von der Ebert-Stiftung hier ist, zu sagen, wir schicken dann eine Delegation nach Deutschland und gucken einfach mal, wie ist denn hier so eine Stadtregierung aufgebaut? Was ist ein Stadtrat? Oder auch generell kann man das doch ein bisschen höher ansehen, dass man sagt, okay, wie ist generell die Politik in Deutschland angesiedelt? Wie machen die das mit Opposition und mit den ganzen Parteien? Dann eine Delegation hier, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Rücken. Und je breiter diese Brücke wird, je mehr Projekte, desto wahrscheinlicher wird es. Und dann haben wir diese ganzen Projekte, was ich mache, ist dann alles verbündet und gerade dazu ist dann direkt in ganz kurz. Und dann wird das nicht von nicht ganz sicher. Okay, das war das eine oder andere noch ein bisschen abgehakt, aber jetzt ist, was wäre denn Ihre Lieblingsstadt im Saarland? Das ist natürlich jetzt ein riesen Coming Out, ja, wenn ich Sie frage. Was wäre denn so Ihre Lieblingsstadt im Saarland als Partnerstadt zu Ihnen jetzt? Jetzt Vorsicht, aufpassen, was Sie jetzt sagen. Ich meine, jetzt hört es die ganze Welt. Ich bin aus St. Wendel und da polarisiere ich auch total. Also mein Bürger ist St. Wendel. Gut. Der war Wahnsinn. Also was der aus St. Wendel gemacht hat, in der Sicht wirklich nur ein ganz kleiner ein Stück hatte, bis jetzt, wie sich das entwickelt hat, finde ich sensationell. Aber Berlin statt tatsächlich als Partnerstadt wird mir Saarbrücken besser gefallen als Berlin. Also jetzt. Okay. Das ist ein anderes Ambiente, anders. Und wie gesagt, auch so die Gemeinsamkeiten. Ich denke, man muss so Gemeinsamkeiten finden. Und wenn ich an St. Wendel denke, dann denke ich an dieses Fahrrad-Event. Und das ist hier auch nicht so der Fall. Also, da gibt es andere Dinge, die man dann besser verbindet, die mehr Gemeinsamkeiten schafft. Und okay, wir werden eher mit Saarbrücken als Saarbrücken. Okay, gut, aber wir werden jetzt trotzdem dann mal den Landrat von St. Wendel kontaktieren und fragen, was er sich in der Richtung vorstellen kann. Obwohl sie natürlich schnell noch die Kurve gekriegt haben mit irgendwo Saarbrücken. Also wir suchen irgendwas zwischen Saarbrücken und St. Wendel. Ja. Und sie würden aber auch, wie ich sie jetzt einschätze, beide Städte gleichzeitig verkraften. Also von der Warte her aus. Ja, klar. Das doch. Sehr hübsch. Aber ich würde sagen, das war jetzt ein erstes tolles, informatives Gespräch und Sie haben Lust drauf gemacht, dass wir irgendwann nochmal so eine Schaltung nach Madagaskar machen und einfach wissen wollen, was ist denn so der Wasserstand, die Betriebstemperatur aller Ihrer tollen Projekte, weil das hört sich nach viel Arbeit an und das Schlimme ist, es scheint Ihnen Spaß zu machen. Ja, das ist das ist besonders erfrischend. Wir freuen uns dann auf die nächste Talkrunde, natürlich mit Ihnen. Ich komme da wirklich irgendwann auf Sie zu und call Sie nochmal an und sage, was macht Madagaskar. Und ansonsten nochmal auf die nächste Gesprächsrunde mit Herrn Harz, mit dem nächsten Saarland-Büro irgendwo auf dieser Welt, aber Sie wollen das bestimmt jetzt noch nicht verraten, wo wir die nächste Schaltung hinmachen, Herr Hart. Ja, doch, ich will schon mal verraten, wir haben jetzt hier auch, wir bleiben noch in Afrika, das heißt Algerien, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das daran so sehr interessiert. Ich denke, mit dem Herrn Artebas könnten wir das nächste Interview machen.
Okay, also Sie sehen, Frau Steffek, zuerst, wie Herr Hartz arbeitet die Welt alphabetisch ab. Wir bleiben ja dann noch. Weil, da drücke ich Ihnen die Daumen, dass der eine bessere Internetverbindung hat als ich. Ja, nö, das ist okay. Wissen Sie, das ist, glaube ich, das Schöne an Live und am Internet. Es ist authentisch. Es ist so, okay. Es ist so, wie es ist. Aber Ihre Botschaft kam ganz toll rüber. Ich darf mich dann bei Ihnen beiden bedanken. Darf mich auch bedanken, dass ich diese Runde hier etwas moderieren durfte. Habe schon wieder viel dazugelernt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir sollten es so enden, wie wir begonnen haben.